Heute schauen wir mal, wer mir 8000 Euro gibt dafür, dass ich ihn wieder freilasse. Denn ich bin SDK und heute haben wir richtig viele Kriminelle. Und den ersten schnappen wir uns jetzt. So, jetzt bist du dran, Raven. 8K. Sie will den Deal schon mal eingehen, Freunde. Da bin ich ja mal sehr gespannt. So, wir lassen sie hier raus. Hier kommt sie nämlich nicht weg. Sie ist offline gegangen. Das war ja dumm. Jetzt hat mein Kollege auch noch. Jetzt hat er auch noch XP bekommen. Hä, das war ja voll dumm. Der Klamottenladen wird ausgeraubt. Und da ist er. Nein, keine Stopsticks. Ja, Ehrenmann. Nein, will er helfen oder was? Festnehmen! Ja, Ehrenmann. Mann, daneben. Und? Der hat mir geholfen. Vielleicht bekommen wir hier unsere ersten 8000 Euro. Er hat nämlich okay gesagt. Wir fahren ihn mal zum Fahrzeugdealer. So, du hast jetzt nur noch 10 Sekunden, Freund. Sportsfreund. Danke, Nevada, für die 8000 Donation. Er hat sein Handy rausgeholt. Jetzt heult er rum, ne? Aber 8000 oder Jail. Ganz einfach. Okay, du hast nochmal 10 Sekunden Zeit. Er meint, ich soll 3 Minuten warten. Ja, damit seine Sterne weg sind, hier der Hund. Der kann mich mal. Wir haben ja eigentlich den ganzen Tag Zeit, uns hier verarschen zu lassen. Also. Okay, lieber Notarzt. Nummer 2 war also auch nichts. Aber jetzt bei Nummer 3 wird's bestimmt was. Oh, was ist hier los? Die Reifen sehen schon kaputt aus. Was hat der für ein Kennzeichen? Kennzeichen PX34. Dann schauen wir erstmal. Ja, Maxi ist das. Maxi, komm, wir steigen aus und. Draufgeschossen. Für die Kollegen macht man alles, ne? Das wäre so nice, wenn wir den jetzt in Gruppe kriegen. Junge, wir sind 4 Polizisten. 4 Polizisten versus roter Porsche. So, ich hau mich davor. Na klar. Stell mich einfach davor. Nein! Da vorne ist der rote Porsche und ich glaube, er ist Schrott. So, ich ramme ihn an. Und... Nein, er hat den. Oh, er hat's gut gemacht. Er hat den Roller. Also langsam muss das Ding doch mal Schrott sein. Ja! Hat er überhaupt noch Sterne? Ja. Ja, mein Kollege hat ihn! Der Hafen wird ausgeraubt und da hinten ist ein gelbes Auto. Das heißt, der haut gerade ab. Der ist auf dem Weg zum Dealer. Stellen wir uns mal davor. Beziehungsweise auch dahinter. Und er ist schon durch meine Stopsticks gefahren. Sehr nice. So, wo willst du hin? Und? Er leckt. Oh, er leckt voll. Dann schießen wir mal ein bisschen drauf. Dann wird er jetzt zum ADAC. Oh ja. Yeah. Bianca, es tut mir doch leid, aber du hast Sterne. Aber ich glaube, hier sieht es schlecht aus. Ich schreibe sie trotzdem mal. Sie soll mir 8000 geben, dann lasse ich sie frei. Ich frage sie mal, ob sie weiß, wie das überhaupt geht. Sie weiß anscheinend, wie es geht. Dann lassen wir sie mal frei. Das sind nur 1000. Das waren nur 1000. Ich lasse mich hier nicht hochnehmen, ja, Bianca. Auch wenn du eine Nette bist. Mehr hast du nicht. Okay, diesmal lasse ich das durchgehen, Bianca, ja. Weil du auch noch eine Noob bist, ja. Aber unsere Strategie läuft hier nicht so gut. Wir wollen eigentlich mega bestechlich sein. Und ich versuche immer, die Beamten zu bestechen. Aber wir hatten jetzt eine, die ist offline gegangen. Der andere hat das irgendwie nicht hingekriegt zu bestechen. Und einen haben wir im Team verfolgt und den konnte ich ja nicht einknasten. Und sie hat nur 1000 gegeben, Alter. Wir brauchen jetzt mal jemanden, der mir 8000 gibt.
Guess and Go wird ausgeraubt. Stellen uns schon mal direkt davor. Beziehungsweise packen die Stopsticks aus. So, schön davor platziert und einen dahinter. Wir stellen uns schon mal vor das Auto. Und schießen ist schon mal kaputt. Schießen ist schon mal kaputt. Ja, er ist durch meine Stopsticks gefahren. Sehr nice. Und jetzt dreht er um. Und jetzt wird er richtig hochgenommen. Aber ist auch leider wieder ein Bacon-Noob. So, er wird doch jetzt einen Unfall bauen. Safe. Ja, da hat er ihn gebaut. Da hat er den Unfall gebaut. Da hat er den Unfall gebaut. Komm, fahr hier rein. Schade. Komm in den Hydranten. Ja! Einen dicken Unfall gebaut. Auto ist, glaube ich, Schrott. Auto ist Schrott. Und jetzt verhafte ich ihn. Er stellt sich schon. 8000, dann lasse ich dich frei. Er ist einfach direkt offline gegangen. Er hatte gar keinen Bock. Oh Mann. Aber hier ist ein Polizist am Boden. Da haut ein weißes Auto ab. Und er hier, weil er ist nicht gesucht. Liebe Freunde, der Juve wird ausgeraubt und wir fahren direkt mal rein. Bam, gecrashed. Ich hoffe, dass der auch ein bisschen Schaden gekriegt hat. Stopsticks rausholen. Mr. Chicken. Hä, der ist doch gesucht. Hä? Er stellt sich einfach, oder was? Bist du der Echte? Ja. Gib mir 8000 Euro, ich lasse dich frei. Vielleicht nimmt Mr. Chicken als erstes das Angebot an. Ich finde, das ist ein sehr tolles Angebot. Okay, er will mir 8000 Euro geben. Ey, Mr. Chicken Nugget. Danke für die 8K. Spaß noch. So, ich habe den nächsten. Gib mir die 8000. Was soll das werden? Was soll das werden, Junge? Und der Hacker hat mein Auto irgendwie weggemacht. Das finde ich natürlich schade. Mein Auto soll hier sein. Und da ist es ja. Wir haben hier den nächsten. Getasert. Er wollte mich abknallen, Alter. Bro, chill. Oh, wir haben hier den Hacker. Ich glaube, das hier ist der Hacker. Ich glaube, das hier ist der Hacker. Sah ein bisschen so aus. So. Jetzt wollte ich ihn rammen. Ja, das ist der Hacker, Mann. Ja, schnell in mein Auto rein, wa? Oh, jetzt fliegt er mit dem Auto los. Jetzt ist Harry Potter-Modus wieder aktiviert. Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Alter. Er fliegt hier einfach rum, Junge. Das ist so eine dumme Scheiße, Notruf Hamburg. Oh mein Gott, Freunde, was soll ich sagen? Also, das mit den 8000 hat heute ja wohl mal gar nicht funktioniert. Ich frage mich ehrlicherweise, warum. Ich würde das an jeder... Ich würde das immer machen. Aber egal, Freund. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall megamäßig Spaß gemacht. Und deshalb schaut euch gerne das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.